Hallo und guten Tag. Wir haben, wie auch schon im letzten Jahr, eine repräsentative Umfrage zum Selbstbild der Deutschen in der EU durchgeführt und in diesem Jahr auch Ihre Prioritäten für die EU-Ratspräsidentschaft abgefragt. Und das sind die wichtigsten Ergebnisse. Wir haben einen breiten Rückhalt für die EU gemessen. 67,3% sehen mehr Vor- als Nachteile in der EU-Mitgliedschaft. Das ist etwas weniger als im letzten Jahr, aber damals hatten wir zu den Europawahlen einen Rekordwert bei der EU-Zustimmung, mutmaßlich einen kollateralen Nutzen des Brexits, aber sicher auch einen Effekt der proeuropäischen Mobilisierung zur Europawahl, sodass wir jetzt eher eine Normalisierung der EU-Zustimmung sehen, auf ein Niveau, das auch in Zeiten vor dem Brexit-Referendum regelmäßig gemessen wurde. Klare Verhältnisse sehen wir bei der Bewertung des politischen Nutzens der EU. Über 2/3 sagen in diesem Jahr, dass Deutschland seine politischen Ziele eher mit der EU als alleine erreichen kann. Nun zur Rolle Deutschlands in der EU, die die Menschen von der Bundesregierung erwarten. In den letzten Jahren haben nur 46,7% die Bundesregierung als eher aktiv in der EU wahrgenommen. Aber für die Zukunft wünschen sich 72,8%, dass Deutschland eine aktive Rolle spielt. Das heißt, es gibt eine Diskrepanz zwischen der Bewertung des Ist- und des Soll-Zustands. Viele Menschen wollen, dass Deutschland aktiver wird in der EU. Kommen wir jetzt zur Ratspräsidentschaft und welche Themen die Bürgerinnen und Bürger für diese 6 Monate für besonders wichtig halten. An erster Stelle steht das Thema Klima- und Umweltschutz, gefolgt von Migration und Asyl und Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wir haben die Menschen auch gefragt, welche ganz konkreten politischen Vorhaben die Bundesregierung während der Ratspräsidentschaft vorantreiben soll. Rausgekommen ist dabei, dass die Einführung einer EU-Digitalsteuer am meisten Zustimmung bekommt, gefolgt von der Erhöhung des EU-Klimaziels 2030, da geht es um höhere CO2-Reduktion, und an dritter Stelle die Schaffung einer europäischen Armee. Wir haben die Menschen auch wieder gefragt, wie sie den deutschen Finanzbeitrag zum EU-Budget einschätzen. Hier zeigt sich, dass eine knappe Mehrheit den Beitrag nicht zu hoch findet. Darüber hinaus haben wir auch gefragt, welche konkreten Bereiche denn möglicherweise mehr Geld bekommen sollten von der EU, also Deutschland und seinen EU-Partnern. Und da zeigt sich erstmal, dass 95% befürworten, dass konkrete Bereiche mehr Geld bekommen sollen. Oben auf der Agenda für solche Ausgaben stehen Innovation und Forschung, gefolgt von Klimaschutz und sozialer Absicherung. Vielen Dank für eure und Ihre Aufmerksamkeit.